Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 1 in der Remastered-Version. Ich bin euer Chot und wir spielen mit Chris Redfield. Wir sind wieder in der Hütte im Wald. Ich hoffe, hier kommen nicht zu viele Gegner jetzt. Wir müssen zurück zur Villa und uns mal aufmachen Richtung Labor. Wir hatten endlich diesen Steinring bekommen. Den können wir jetzt kombinieren mit dem alten Gegenstand und haben dadurch dieses Steinmetallobjekt. Davon brauchen wir aber zwei. Und ich sehe, wir sind verwundet. Aber ich glaube, es gibt hinten noch Heilung. Hier scheint keiner mehr. Oh doch, hier ist noch einer. Ja, egal, wir haben Messer. Bitteschön. Tschüss, Koski. Keine Munition verschwenden. Davon haben wir noch zwei Messer und wir haben, glaube ich, vier Blend. Also. Wo ist der? Hat sich so nah angehört. Aber hier ist keiner mehr. Gut. Ich glaube, hier waren auch zwei jetzt. So war es auf jeden Fall bei der Jill, meine ich. Versuchen wir zu umgehen. Warum sollte ich die bekämpfen? Da haben wir einen First Aid Spray, das nehmen wir mal mit. Dankeschön. Das zweite Wappen brauchen wir natürlich auch. Und gehen in die Haupthalle. Hier, ne? Ja, machen wir auch. Einmal durch die Galerie über den Friedhof, wo ich nicht weiß, ob wir auf dem Friedhof jetzt neue Gegner haben. Das könnte sogar sein. Im letzten Video haben wir von dem Tagebuch von der Lisa erfahren, dass sie das Gesicht von der Mutter über sich gezogen hat, aber nicht weiß, wo die Mutter ist, aber sie riecht sie und vermutet, dass die Mutter in diesem komischen Steinsarkophag ist, aber sie kann die Ketten nicht wegkriegen. Wir werden sie jetzt wieder vereinen. Speichern. Sollte man wohl auch tun an der Stelle. Das tauschen wir aus gegen ein einzelnes, wenn wir haben. Oh, haben wir. Sehr schön. Und einmal Farbband. Kann nicht schaden. Hier ein Speicherzentrum zu haben, damit ich hier wegen alternativen Enden wieder eins habe, weil Barry ja hier sterben könnte. Ah ne, Barry wird hier gar nicht kommen, ne? Gute Frage. Ja, ich werde ein paar brauchen jetzt bis zum Ende für die unterschiedlichen Enden. Das muss ich austesten. Hütte? Also wichtig war der auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, hier nochmal. Treppe.
Jetzt ist natürlich interessant, wie bekämpfe ich den denn jetzt? Also die Lisa, ich muss ja natürlich sie vereinen, aber wenn ich da niemanden habe, der da schießt, wird das gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob man da Messer verwenden kann. Liegt hier irgendwo was rum? Nö. Schade. Hätte vielleicht eine Heilung mehr mitnehmen sollen. Wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. You're a bit of a mess up. Chris, take a piece of the action. Super. Wesker hilft mit. Das ist natürlich toll. Aber keine Entscheidung, ob wir ihm eine Waffe geben oder nicht. Hat er gerade Wesker runtergeworfen? Darf Wesker da sterben? Gute Frage. Der hat gerade Wesker runtergeschubst. Die Lisa. Gefunden. Das Gesicht kriegst du auch noch. Wieder vereint. Wow. Ende des Versteckspiels. Was sind denn das für komische Erfolge hier? Den kriegen wir so wahrscheinlich erst, wenn wir auf dem dritten Schwierigkeitsgrad spielen. Könnte sein, ne? Kann man hier runter? Nein. Ja, Moment mal, was ist mit Wesker? Der ist wirklich runtergeschubst worden, wir haben es gehört. Tja, Wesker, was soll ich dazu sagen? Vielleicht hätten wir mit draufschießen müssen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der gleich im Labor ist. Wir spielen erstmal so weiter. Das hat wahrscheinlich Auswirkungen wieder aufs Ende. Okay, und hier haben wir keine Gegner. Hat sich also da nichts getan. Hier war der Wolf. Oh nein, die haben wir nicht mitgenommen. Oh, das war natürlich dumm. Die Tür wird sehr wahrscheinlich immer noch zu sein. Keine Ahnung, wie man die öffnet oder ob das überhaupt geht. Es könnte natürlich auch sein, dass wenn wir die Entriegelungen alle geöffnet haben und noch weiter nach oben wieder gehen, ich weiß nicht, ob das geht, und dann versuchen, diese Tür zu öffnen, ob die dann aufgeht. Einige Geheimnisse noch, obwohl wir es jetzt schon zum vierten Mal durchspielen. Zusammen. Dreimal mit Jill. Und einmal mit Chris. Und ich separat sogar noch mehr Zeit drin schon verbracht habe. Wegen den alternativen Enden. Da ist die Kiste. Da ist die Kiste. Mitnehmen. So, wir brauchen... Falsche Richtung, muss weiter unten sein. Genau. Die Adlermedaille, die Wolfsmedaille und ja, die kannst du auch schon ruhig mitnehmen. Das Kraut verwenden wir direkt mal, damit wir wieder was Platz haben. Renn zurück und die zwei Medaillen verschwinden ja gleich. So haben wir dann gleich auch wieder drei Plätze. So, das müsste der sein. Und hier haben wir dich. Wir stehen falsch. Jetzt aber.
Das geheime Labor, von dem wir schon einiges gelesen haben. Da ist der Virus ausgebrochen. Schauen wir uns das an. Oh, nur mal eine kleine Ehrenrunde gemacht. Die andere Richtung wäre wohl schneller gegangen. Aufzug benutzen, aber selbstverständlich. Willkommen im Labor. Wir werden natürlich versuchen, das schwierige und lange Ende zu nehmen, wo wir Jill versuchen zu retten. Also, wenn die Tür später aufgeht, öffnen nur im Notfall möglich, wenn die Stromversorgung ist, wäre es vielleicht sogar möglich, auch hier wieder hochzurennen und dann zu schauen, ob oben die Tür aufgeht. Das sollten wir mal testen. Kann aber auch sein, dass sie sagen, da reicht die Zeit nicht aus oder man kriegt eine Cutscene, aber das wäre auch schon cool. Zum Beispiel irgendwas, dass wir mit in die Luft gesprengt werden oder so. So, ein Farbband. Das kann nie schaden. Gehen wir erstmal weiter. Hier waren zwei Zombies bei Jill. Und wir haben wieder was zum Verbrennen, damit die nicht mehr aufstehen. Ich glaube, wir holen uns das sogar, oder? Sparen wir Muni durch. Das ist eine gute Idee. Wir haben sowieso noch einen Kanister mit zwei voll. Können wir es direkt da anwenden. Nimmt uns einen Platz weg. Ich glaube, das ist in Ordnung hier. Treibstoffkanister. Ich komme, Jungs. Auf dem vierten Schwierigkeitsgrad würde ich sehr wahrscheinlich die Pistole nehmen, weil die könnte man sehr gut mit der Pistole noch töten. Jetzt überlege ich das sogar zu tun. Ach, oder? Ja, das wär sinnvoll. Ja, ich spiele schon auf dem dritten. Das sollten wir ausnutzen. Das sollten wir auf jeden Fall ausnutzen. Also, wo ist unsere schöne Pistole hin? So, ja, und ein Zusatzmagazin nehmen wir auch mit. Wir haben ein paar Gegner, die wir damit jetzt töten wollen. Und dich legen wir mal hier rein. Für Notfall haben wir hier noch was. Schießen wir noch ein bisschen die Magazine noch leer. Kann nicht schaden. Glück haben, machst du sogar ein Heady. Du wirst wohl kaum tot sein. Er will auf den anderen zielen. Doch, wir können ihn direkt. Nach so wenigen Schuss können wir ihn schon in die Luft jagen, verbrennen. Na, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Shoddy gespart. Oh, hat uns nur ein paar Sekunden gekostet. Und... ach, da bist du ja schon. Wow, und ein Kopfschuss. Ha! Jo, das ist natürlich noch besser. Wir müssen uns um dich auch keine Sorgen mehr machen. Haben wir hier noch einen? Oh, wir haben einen dritten auf dem Schwierigkeitsgrad. Komm, gehen wir mal nach hier. Ja, die halten echt wenig aus. Hey, du bist noch am Leben. Hab's kapiert. Solltest du aber auch aufstehen, wenn du nicht verbrannt werden willst. Na, dann komm. Was? Stehe ich falsch? Dann laden wir das direkt auch mal wieder auf. Und unten haben wir nochmal zwei, die wir wohl benutzen können. Vielleicht sogar mehr. Kerosin noch da, aber sicher. Füll mal auf. Ja, dann macht das natürlich schon Sinn, sich die Pistol-Munition auch noch mitzunehmen. Besonders auf dem vierten Schwierigkeitsgrad hat man sehr wahrscheinlich noch mehr Gegner hier. Ist hier nicht einer? Ja, da ist einer. Okay, du willst das nicht.
Das macht gar nichts. Oh, du bist ganz schön nah schon. Hey, mit einem Schuss haben wir dich hinlegen lassen. Das ist cool. Warum wertvolle Shoddy nutzen, wenn wir das hier so machen können? Okay, wir sollten nach oben gehen und uns neue holen, falls hier noch... Oh, nicht in die Flammen rennen. Falls hier noch einer ist. Ich glaube, es kommt noch einer. Ich bin mir nicht sicher, ob noch einer kommt. Ich glaube, das war's. Kann natürlich sein, dass hier in den Nebenräumen was ist. Aber da wir jetzt auch einigen Platz brauchen, nehmen wir das in Kauf. Ich lasse ruhig nochmal auf, Kerosin, warum nicht? So. Und dieses Gedöns kann weg. Die nehmen wir mal nicht mit, glaube ich, oder? Ah doch, nimm sie mal mit. Warum nicht? Und ja, das sollte ausreichen. Hoffe ich. Hoffe ich. Auf jeden Fall 4 Zombies, ne 5 Zombies, die nicht mehr jetzt mutieren werden. Ersparen uns 5 Gegner, das hat sich doch gelohnt. Ah, und es gibt hier nochmal Magnum. Genau wie bei Jill. Cooles Ding. Das ist natürlich dann richtig viel Ammoni. Oh, hier liest was. Das lesen wir uns natürlich durch. V-Act. Notiz eines Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus-Mutagen das Genom im Körper seines Wirtes beeinträchtigt. Der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben dieses Wesen den Namen V-Acts gegeben. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. 4 unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir, es zu gefrieren und den Körper im Keller des gegenwärtigen Friedhofs einzusperren. Aha. Ding, ding, hallo. Oh nein, verklickt. Direkt der erste Knopf ist Escape. Wir drücken uns einmal ein. Wir sind nämlich John. Und unser Passwort ist die Ada. Enter. Accessing. Verified. Awesome. Und hier haben wir nochmal Cell. Unlocked. Unlocked. Thank you. Dann raus hier. Alles erledigt. Schauen wir mal, auf der anderen Seite noch irgendwelche Muni ist. Ja, First Aid. Schauen wir mal rein. Hier ist noch was. Da blinkt doch was. Was? Ich sehe genau was blinken. Gibt's doch nicht. Ah, eine Blankgranate. Naja. Besser als nichts.
tiefgefrorene Leichen. Was auch sonst, ne? Klar, hat man in jedem vernünftigen Labor hat man ein paar tiefgefrorene Menschenleichen. Na logisch. Schauen wir mal, was das ist überhaupt. Ein paar Herbs, die sind ganz gut. Oh, ein Herb. Naja, besser als nix. Jetzt ist oben auf. Eigentlich muss ich nach oben. Die Türen sind sowieso zu. Ja, soll ich jetzt zeigen, wie ich aufs Passwort komme? Falls ihr das Jill-Let's Play nicht gesehen habt von mir, zeige ich das besser mal. Also, wir haben hier einen Raum. Da gibt es diese Röntgenbilder. Mitnehmen von Clark David. Schön. Da ist ein Platz zum Aufhängen eines Röntgenbilds. Mhm. Haben wir hier was am Computer noch? Ja, Brief des Forschers. 8. Juni 1998. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstands. Wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke, ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften Stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, also da waren wir gewesen eben, sodass du dich unter meinem Namen und mit deinem Namen als Passwort anmelden kannst. Daher wusste ich den Einlog, John halt und Ada. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell herausbekommst. So schnell war das nicht. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nie zu sehen. Doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada. In Liebe, John. So. John, Ada. Da stand es nochmal genau. Und hier haben wir ein weiteres Objekt. Memo auf dem Notizbrett erregt ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Notizblock steht gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialien alphabetisch geordnet werden. So, genauso ist es. Aber viel wichtiger, also alphabetisch geordnet ist schon richtig, das machen wir gleich. Wir haben diese vier Röntgenbilder. Aber wichtig, was hier steht. Lungs, Esophagus, Liver, Stomach und so weiter. Die Sachen, die hier stehen, davon brauchen wir die ersten Buchstaben. Nämlich das C bei Colon und das E bei Esophagus und die Leber, Liver. Das ist wichtig, damit wir auf C-E-L-L kommen. So, und dann gehen wir hier hin. Platz zum Aufhängen des Röntgenbilds. Aber sicher doch verwenden. Den nehmen wir auch mit. Ja, ja, hab kapiert. Brauchen wir nicht. Ah, wir stehen nicht richtig. Und dann sind wir hier hingegangen. Drücken hier drauf. Jetzt sehen wir hier diese Bilder. Wir sehen aber nicht, was das Problem ist. Alex Bechet, erst habe ich gedacht, oben sind die Namen, das sind aber unwichtig, sind auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge. Wir haben diesen Schalter, jetzt fehlt uns aber noch das Röntgenbild. Ein Teil glüht rot. Genau, und der Teil, der rot glüht, ist der, der wichtig ist. Dann weiß ich, dass als drittes von Gail Hornung, der dritte Buchstabe muss das sein, was das hier ist. Und das sind die Lungen, darum wäre es L. So kamen wir auf C-E-L-L. Aber da habe ich doch einige Minuten für gebraucht. Haben wir ganz schön rumgetüftelt. So einfach, wie der das sich gedacht hat, war das eigentlich nicht. Dann haben wir drei rote blinkende Schalter gerade eben gesehen. Die können wir nur über diese... Oh. Ja, und schon haben wir einen Zombie, den wir noch nicht kannten. Und wir haben nichts, um dich zu verbrennen.
Das heißt, du wirst gleich mutieren. Und wir finden hier Magnum-Munition? Das ist neu. Vielen Dank. Das ist anders. Was war eigentlich hier mit dem Röntgenbild? Ne, mit dem Diafilter. Was musste ich da nochmal mitmachen? Rote Dias, die sind leer. Da konnten wir uns nur einen Film angucken, ne? Ja, ja, so war das. Machen wir gleich auch noch. Fax. An Säuberungsabteilung zu Händen männischer Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Da ist die Person wohl nicht mehr zu gekommen. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurde vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. Eher gesagt, alle. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Mhm. Hier, Mistkerl. Und hier haben wir das erste Teil, was ich meinte, Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer Modus-Kette können Sie den Passcode an das System übertragen. Und wir haben die Diskette, die wir für den gelben Edelstein bekommen haben. Ups. Ja, das ist nicht die Diskette. Das da. Und damit haben wir das erste Schloss geöffnet. Man muss gar keins öffnen, um es durchzuspielen. Das Spiel ist wieder was Alternatives für ein alternatives Ende. Aber ich will euch in diesem Durchlauf auf jeden Fall das beste Ende zeigen. Was natürlich ist, dass jeder überlebt. Also Rebecca und Jill, die da wohl gefangen ist, hoffe ich. Oder Rebecca ist da drin gefangen, das kann natürlich auch sein. Tragung des Passcodes? Nein. Ein Haufen dreieckiger Gefäße, können wir auch nichts mehr machen. Ah, du stehst gleich so wahrscheinlich auf und wir müssen hier nochmal hin. Hm, Mistkerl. So, ich renne nochmal nach oben, wo wir speichern werden. Ach, falsch gerannt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich oben an der Speicherstelle. Bis demnächst, euer Chojin.